Schönen guten Tag und hallo. Natürlich geht es auch heute zwangsläufig um den Krieg im Gazastreifen und die Folgen. Phasenweise ist es so, dass der Krieg in den hiesigen Medien fast verschwindet, aber dennoch gibt es international enorme Rückwirkungen der dortigen Gewaltanwendung. In Deutschland ist es so, dass der Konflikt insgesamt aus einer ganz bestimmten Perspektive gesehen wird. Das muss ich im Einzelnen hier nicht erörtern. Es gibt hier die Auffassung, dass man die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt habe, indem man sich vorbehaltlos hinter die Politik Israels stellt. Diese Haltung kann man natürlich einnehmen, aber was, wenn das israelische Vorgehen im Gazastreifen immer mörderischer wird und Deutschland dann gewissermaßen in Mithaftung genommen wird? Das ist ja ein bisschen das Dilemma, ausgelöst durch die Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord. Das spielt man hier ein bisschen herunter, natürlich. Aber die Klage Nicaraguas, wenn man sich sie mal näher anschaut, ist ja doch intelligent verfasst, insoweit als ja die ursprüngliche Klage Südafrikas gegen Israel am 26. Januar zur Folge hatte, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag gesagt hat, es gäbe doch klare Hinweise auf ein genozidales Vorgehen im Gazastreifen und Israel wird aufgefordert, Aktionen zu unterlassen, die den Eindruck verstärken könnten, dass es in diese Richtung auch weiterhin geht. Bislang hat sich Israel an diesen Vorgaben nicht orientiert, aber da Deutschland nun der Meinung war, man müsse sich als Drittpartei zugunsten Israels verwenden vor dem Strafgerichtshof, hat Deutschland insoweit ein Problem, als wir, Deutschland, als einziges Land der Welt und Drittpartei zugunsten Israels nun dadurch eine Steilvorlage geliefert haben für diese Klage Nicaraguas wegen Beihilfe zum Genozid im Gazastreifen. Wie das Ganze ausgeht, kann man jetzt noch nicht ermessen. Aber es ist doch interessant zu sehen, dass die Bundesregierung vor Gericht im April nicht das Übliche gesagt hat, dass man bedingungslos und ohne Wenn und Aber auf der Seite Israels stehe und dass die ganze Klage Südafrikas völlig sinnlos sei, sondern die Argumentation der deutschen Verteidigung in Den Haag war wesentlich dahingehend, dass man gesagt hat, die Waffenlieferungen Deutschlands an Israel hätten sich bereits deutlich reduziert. Also ein Wechsel im Tonfall. Und das ist schon bemerkenswert, weil mein Eindruck ist, dass die Bundesregierung schon nervös ist. Man stellt sich einmal vor, das Gericht in Den Haag kommt tatsächlich zu dem Schluss, dass Deutschland zumindest eine Teilschuld in diesem Bereich trage. Das wäre unangenehm für Deutschland. Wir sind immerhin Moralweltmeister. Und wenn man nun gewissermaßen vom höchsten Gericht der Vereinten Nationen bescheinigt bekommt, dass es mit der deutschen Moral doch sehr relativ ist, dann ist das unangenehm, auch für das Image Deutschlands in der Welt. In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, dass die israelische Nachrichtenplattform Ynet am 29. März über ein Vier-Augen-Gespräch berichtete. Es war aber wahrscheinlich doch wohl eher ein Sechs-Ohren-Gespräch. Jedenfalls Außenministerin Baerbock im Gespräch mit ihrem israelischen Amtskollegen, mit Israel Katz. Und in diesem Gespräch äußerte sie ihre Sorge, dass auch sie persönlich juristisch wegen Kriegsverbrechen belangt werden könnte. Also es scheint doch so zu sein, dass es den Ersten zu dämmern beginnt, dass diese bedingungslose, ohne Wenn und Aber Unterstützung einer Regierung in Tel Aviv, die als nicht unbedingt ausgewogen in ihrer Verhaltensweise zu bezeichnen, doch sehr höflich ist. Jedenfalls, es mag irgendwann der Punkt kommen, wo auch die Regierungsverantwortlichen in Berlin begreifen, wir haben da ein Problem. Dieser Konflikt im Gazastreifen, der in Deutschland weitgehend runtergespielt wird, beziehungsweise es wird ja überwiegend als ein humanitäres Problem dargestellt, das sich irgendwie ergebe dadurch, dass die Versorgung sich ein bisschen schwierig gestaltet. Aber selten nur wird klar benannt, dass die Verursachung all dieser Probleme natürlich insoweit die israelische Regierung ist, als die Versorgungswege in den Gazastreifen unterbrochen hat. Es ist ihr erklärtes Ziel, die Lebensbedingungen für die Palästinenser im Gazastreifen immer unerträglicher zu gestalten, natürlich in der Hoffnung, dass man die Palästinenser von dort dann entfernen kann. Es gibt israelische Armeekenner, die klipp und klar sagen, ohne diese Unterstützung aus den USA könnten die Israelis diesen Krieg nicht führen. Der zweitgrößte Unterstützer sind wir, die Deutschen. Wir sind die zweitgrößten Lieferanten nach den USA. Unter anderem haben die Deutschen allein in den ersten 4 Monaten 500.000 Schuss Munition geliefert für Maschinengewehre. Wo werden die eingesetzt? Genau,
Sie haben es möglicherweise mitbekommen, im April sollte in Berlin ein Palästina-Kongress stattfinden, der auf 3 Tage angesetzt war, aber dann nach 2 Stunden bereits beendet wurde. Und egal, was man jetzt von einem solchen Kongress hält oder nicht, bemerkenswert ist, dass selbst hochrangige Leute Einreiseverbot bekommen haben, darunter der Rektor der Universität von Glasgow, der gleichzeitig Gesichtschirurg ist. Und der wollte eigentlich nach Berlin kommen, berichten über seine Erfahrungen, die er gemacht hat im Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen. Der wurde nicht reingelassen nach Deutschland. Er wurde am Flughafen abgefangen, 3 Stunden nach seinen Angaben verhört und dann wieder zurück nach Großbritannien geschickt. Aber noch, wie soll man sagen, das kann man noch steigern, diesen Irrsinn. Ja? Yannis Varoufakis, Sie erinnern sich, ehemals griechischer Finanzminister, der hat nicht nur für die Dauer dieses Prozesses ein Einreisegebot bekommen, sondern auch ein Betätigungsverbot im Geltungsbereich des Grundgesetzes. Ja? Diese Einschränkung war offenbar zunächst nicht zeitlich begrenzt, wurde dann aber am 15. April wieder aufgehoben. Und das ist wirklich ein Kracher, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass ein vormaliger Minister eines EU-Staates, also eines befreundeten Staates, ein ernstes, ein Betätigungsverbot erhält für die Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein absolutes Novum, das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik, die ja immerhin schon seit 1949 währt, noch nie gegeben. Dieses Betätigungsverbot ist deswegen verhängt worden, weil er, Varoufakis, nicht vorhatte, nach Berlin zu reisen, sondern er wollte sich zuschalten lassen per Video. Und das ging dann, und das hat er nicht mehr dann gemacht, weil der Kongress vorher abgebrochen wurde. Aber um eben zu verhindern, dass er sich zuschalten lässt, Betätigungsverbot. Ja? Das ist das, was unsere Bundesinnenministerium, was unsere Bundesinnenministerin sich ausdenkt, um einen ehemaligen Kollegen, Amtskollegen, Sie Ministerin, er Minister, von einer Aussage in Deutschland abzuhalten. Also das hat mittlerweile Dimensionen erreicht, wo man sich fragt, wohin soll die Reise eigentlich gehen? Was kommt als nächstes? Standgerichte für Meinungsdelikte oder wie hat man sich das vorzustellen? Und das, was mich persönlich am meisten, wenn ich das so sagen darf, erschüttert, empört, wie auch immer, ist, es gibt darüber keine öffentliche Auseinandersetzung. Weder in der Politik noch in den Medien wird das thematisiert, was hier stattfindet. Es ist im Grunde genommen eine schleichende Umgestaltung dieser Republik in Richtung auf einen autoritären Staat, eine Entwicklung, die beschleunigt wird durch den Versuch von Teilen der Regierung, freie Meinungsäußerungen zu untersagen und zu unterbinden. Man muss ja nicht jede Aussage gut finden, die gesagt wird oder die geäußert wird im Kontext Israel-Palästina. Aber wenn, wie gesagt, einem ehemaligen Minister aus einem befreundeten EU-Land ein Auftrittsverbot verhängt wird für Deutschland, dann ist etwas gefährlich ins Rutschen gekommen. Und da sollte man wirklich sein Augenmerk drauf richten. Unser Staatspräsident Steinmeier war ja kürzlich in der Türkei und dort äußerte er sich auch zum Thema Gazakrieg. Das hat er kurz und bündig gemacht. Angefangen hat die Hamas. Das ist ja nicht falsch, aber man möchte denken, dass man in der Lage sein sollte, die Dinge doch ein bisschen auch umfassender zu betrachten, als lediglich darauf zu verweisen, was am 7. Oktober geschehen ist. Das ist selbstverständlich zu verurteilen. Aber das, was danach geschehen ist, sowohl mit Blick auf die israelische Zerstörung im Gazastreifen, wie auch die schleichende Aushöhlung von Grundrechten in Deutschland, das alles muss man oder sollte man als Staatsoberhaupt kritisch benennen. Wenn man das nicht tut, dann wachen wir eines Tages auf in einem Land und stellen fest, ey, guck dir das mal an, Staatsmedien, die gibt es doch eigentlich nur in Russland oder im Iran. Und wohin geht die Entwicklung bei uns? Warum gibt es darüber keine Debatten? Keine Talkshow thematisiert das, findet einfach nicht statt. Die Dinge geschehen, aber sie werden nicht diskutiert. Und es gibt keinen Plan für den Tag danach. Die Vorstellung der israelischen Seite, man könne die Hamas militärisch besiegen, vernichten gar, das ist völlig abwegig, das weiß auch jeder, der es wissen will, aber trotzdem offiziell wird an diesem Ziel festgehalten. So, was sind jetzt aber die israelischen Pläne für den, sagen wir mal, nicht für den Tag danach, aber perspektivisch, was mache ich denn mit diesen 2,3 Millionen Palästinensern? Das hiesige Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern hat umfassend zu diesen Vertreibungsfantasien recherchiert, die entsprechenden Zitate zusammengestellt und die Bundesregierung warnend in Kenntnis gesetzt. Ohne Reaktion auch. Ohne Reaktion. Und warum auch?
wusste Kanzler Olaf Scholz doch bereits am 26. Oktober des vorigen Jahres, Zitat, Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten. Zitat Ende. Im Übrigen sprach er der israelischen Armee sein volles Vertrauen aus, bei ihren Angriffen im Gazastreifen das Völkerrecht einzuhalten. Das sagte er am 26. Oktober 2023. Zu dem Zeitpunkt waren bereits mehr als 10.000 Palästinenser getötet, davon 70% Frauen und Kinder, und weite Teile des Gazastreifens waren bereits in Schutt und Asche gelegt. Also man muss schon sagen, es bedarf einer ganz besonderen Wirklichkeitswahrnehmung, wenn man die Dinge so wahrnimmt wie Olaf Scholz, unser Bundeskanzler. Im Februar 2024 erklärte Jared Kushner, Schwiegersohn Donald Trumps und milliardenschwerer Fondsmanager, bei einer Gesprächsrunde ausgerechnet an der Elite-Universität Harvard, dass der Gazastreifen, Zitat, aus der Perspektive von Real Estate sehr wertvoll ist, Zitat Ende, sofern es Israel gelinge, jeden von dort zu betreiben, nötigenfalls auch gewaltsam. Das sei Voraussetzung, um, Zitat, Immobilienentwicklung mit Meeresblick betreiben zu können, Zitat Ende. Und weiter, Zitat, die Lage da ist ein bisschen unglücklich, aber aus israelischer Sicht würde ich mein Bestes tun, um die Leute von dort zu entfernen und anschließend aufräumen. Zitat Ende. Kushner wird übrigens als Minister für den Fall einer zweiten Amtszeit von Donald Trump gehandelt. Vor der Küste des Gazastreifens liegt das Erdgasfeld Gaza Marine mit einem Volumen von Milliarden Kubikmetern Erdgas. Obwohl der Gazastreifen nicht zu Israel gehört und die israelische Regierung sich dort nicht als Besatzungsmacht sieht, erteilte Tel Aviv den Energieriesen BP und Eni am 29. Oktober 2023, Krieg hin oder her, die Lizenzen zur Exploration. Die zu erwartenden Milliardengewinne, so die Planung, teilt sich Israel mit den Investoren, die Palästinenser dürften leer ausgehen. Da Gaza Marine keine 35 Kilometer vor der Küste liegt, ist die Gasförderung dort deutlich billiger als anderswo im Mittelmeer. In Verbindung mit anderen Exclusive Economic Zones vor seiner Küste steht Israel im Begriff, zu einem wichtigen Transit und Lieferanten von Erdgas und Erdöl für Europa zu werden. Entsprechende Verträge haben Tel Aviv und Brüssel bereits 2022 geschlossen, nach Beendigung der EU-Energiepartnerschaft mit Russland. Perspektivisch braucht es für die Verarbeitung und Verschiffung entsprechende Anlagen und Betriebe an Land, also im Gazastreifen. Bauvorhaben in großem Umfang sind unerlässlich. Und hier nun schließt sich der Kreis zum Real Estate Investor Jared Kushner, der auf diesem Gebiet sicherlich Großes zu leisten imstande wäre, mit Meeresblick und erst recht natürlich als Minister. Das letzte Wort in diesem Zusammenhang sei dem unermüdlichen Generalmajor AD Giora Eiland überlassen, dem Freund klarer Botschaften. Zitat, sagt er unmittelbar nach dem 7. Oktober, Zitat, das ist es, was Israel zu tun begonnen hat. Wir machen Schluss mit der Versorgung des Streifens mit Energie, Wasser und Diesel. Aber das reicht nicht. Um die Belagerung effektiv zu gestalten, müssen wir andere daran hindern, in Gaza Hilfe zu leisten. Die Leute müssen lernen, dass sie zwei Möglichkeiten haben. Sie bleiben und sie verhungern. Oder aber sie gehen. Wenn Ägypten und andere Länder es vorziehen, dass diese Leute in Gaza sterben werden, dann ist das deren Entscheidung. Zitat Ende.